Ja, das war die Zeit nach dem 17. Juni, da gab es den neuen Kurs und das war ja eine Milderung und die Parteienlandschaft, die Blockparteien wurden wieder etwas selbstständiger, es wurde alles etwas belebt und ich stieß damals zum ersten Mal auf die Zensur überhaupt, die bei meinem ersten Buch, das war ja ein Krimi, noch gar keine Rolle gespielt hatte und habe dann nachgeschlagen und da gab es eben eine Broschüre, 150 Fragen und Antworten über die DDR, und da stand drin, gibt es eine Zensur? Und da die Antwort war, nein, gibt es nicht, die kann es nach der Verfassung auch gar nicht geben. Und das Amt für Literatur, so hieß das damals, das sei für die Koordinierung der Verlage zuständig und es würde fälschlich immer als Zensurbehörde bezeichnet. Und da habe ich geschrieben, das sollte man sich mal ins Gedächtnis rufen, und es sollten sich alle Autoren und Verleger und Lektoren von der Furcht oder Einbildung befreien, es gäbe bei uns eine Zensur. Es gibt nämlich gar keine laut dieser Schrift hier. Das hat der Schriftsteller, das war ein kleines Informationsblatt des Schriftstellerverbandes, in der Septembernummer 1954 abgedruckt, ungekürzt. Und der Redakteur ist daraufhin gefeuert worden. Ja, er hat dann aber gesagt, es haben andere, waren noch dafür und da sind die auch abgestraft worden, parteiintern. Es war also unerwünscht. Aber ich fühlte mich eben ermutigt, dazu auch durch die Spalte offen gesagt in der Berliner Zeitung. Die wurde abwechselnd von Stefan Heim und von dem Domprediger Kleinschmidt alternierend, also war da immer was drin. Und auch andere Kollegen, das war ja Thema bei uns auch. Und daraufhin habe ich mich eben gestützt. Und das ging dann so weiter und das blieb ein Kleinkrieg mit der Zensur. Wobei ich sagen muss, die Kollegen anfangs waren überhaupt nicht kritisch eingestellt, die waren dankbar eingestellt, dass hier ein neuer Staat, eine neue Gesellschaftsordnung aufgebaut wurde, die man auch schützen musste gegenüber den westlichen Einwirkungen, die ja überwiegend von West-Berlin, wo ja mehr als ein halbes Dutzend Geheimdienste in die DDR hineinwirkte, ausging. Und da waren sie also ursprünglich auch gar nicht gegen das MFS eingestellt. Das sieht man an verschiedenen namhaften Kollegen auch, wie Brigitte Reimann oder Christa Wolf, die ja auch unterschrieben haben beim MFS ursprünglich, guten Glaubens, die neue Ordnung eben schützen zu müssen. Ja. Das war eine Atmosphäre damals. Und dann gab es eben zunehmend diese Einschränkungen, die ich zunächst noch nicht so gespürt habe. Auch bei meinem zweiten Buch noch nicht so sehr. Das war ja ein Erlebnisroman aus meiner Drogistenzeit, wie ich in Tangerhütte in einem mittelständischen Betrieb von 60 Angehörigen, der aber aus einer Drogerie entstanden war, aus einer großen ländlichen Drogerie. Und ich wurde aufgrund meiner guten Zeugnisse Geschäftsführer mit Anfang 20 von dieser Drogerie, hatte also zwei oder drei Angestellte unter mir und habe da raus geschöpft und dann das Buch mit Kräuterschnaps und Gottvertrauen geschrieben. Wobei der Titel gar nicht meine Idee war. Das war die Idee des Lektors Eckart Rettlin. Das war ein ehemaliger Oberleutnant der Wehrmacht, der nachher aber in einem Umschulungslager in sowjetischer Kriegsgefangenschaft zu neuen Erkenntnissen gekommen ist und der mir gesagt hat, also das ist doch der Artikel, das ist doch der Titel, das ist doch das Leitmotiv des Inhabers gewesen. Also er machte auch Kräuterschnaps und er machte ein Schweinemastpulver, er machte was gefragt wurde am Markt damals, im Rahmen des Möglichen. Und daran ist dieses Buch gescheitert, nicht an der Zensur. Es ist zwar in 20.000 Stück aufgelegt worden, aber es gab keine Nachauflage, weil, und das ist ja auch eine indirekte Zensureinwirkung, es kam ein Ost-CDU-Mann in die Buchhandlung, die der Verlag unterhielt, als Testbuchhandlung und empörte sich über den Titel. Man könnte doch nicht Schnaps und Gott in einem Satz, noch dazu auf dem Titel, das ist eine Lästerung, das ist eine Blasphemie. Ja? Und das
hat den Verlag so erschreckt unter den damaligen Umständen des neuen Kurses, dass sie dieses Buch für immer, es verschwand für immer. Nun, es war auch kein großes literarisches Meisterwerk, es war eben ein Erinnerungsprodukt meiner Drogistenzeit. Und bei meinem nächsten Buch, Unternehmen Thunderstorm, das den Warschauer Aufstand behandelte, habe ich kaum Zensur gespürt, eigentlich gar nicht. Da habe ich Rat gesucht bei Kriegsteilnehmern, bin in die deutsche Bücherei gefahren, habe mir die Literatur dazu besorgt und so weiter. Und das konnte ich also eins zu eins umsetzen, das war gar kein Problem. So ging es auch mit weiteren Büchern. Und erst später, als das sich zuspitzte, dann nachher, und es gab dann so Ereignisse wie den Prager Frühling und so, da verschärfte sich das natürlich kolossal. Und da hatten wir dann alle drunter zu leiden. Und jeder hat auf seine Weise von uns Kollegen dem getrotzt. Im November 1956 gab es in Ungarn diesen Volksaufstand, der ausgelöst worden war durch Intellektuelle aus dem Petőfi-Kreis. Das waren ja überwiegend Schriftsteller gewesen. Und da richtete sich die Aufmerksamkeit der Staatsmacht und natürlich auch des MFS zum ersten Mal voll auf uns. Das spürten wir natürlich. Ich hatte dann später mal ein Buch geschrieben, das hieß Preludio 11. Da war ich mit dem damals sehr bekannten Regisseur Kurt Metzig auf Kuba gewesen, kurz nach der Schweinewucht. Und wir hatten uns eine Story ausgedacht, dass die Konterrevolutionäre ja nicht nur in der Schweinewucht gelandet sind, die sind ja vorher schon und auch nachher noch, haben die Einzelunternehmen gemacht. Und ein Kommandante, den wir Palomino genannt haben, das ist die Hauptfigur gewesen, wurde, glaube ich, durch Günter Simon damals dargestellt, der verteidigte Kuba tapfer, bis er merkte, dass er von der kubanischen Staatssicherheit überwacht würde. Und das hat dazu geführt, dass er an der ganzen Sache zu zweifeln anfing. In dem Moment, wo man an dir zweifelt, zweifelst du ja an den anderen. Das ist ein Prozess, der sich aufschaukelt. Und das ist uns Schriftstellern, also einem wesentlichen Teil, nicht allen, aber einem Teil, dem ich auch angehörte, so gegangen, das schaukelte sich auf. Und das ist in diesem Buch dargelegt. Und da konnte man darauf verschieden reagieren. Man konnte, und das hat mir ja mein guter Freund Stefan Heim mal indirekt vorgeworfen, man konnte also ins Ausland gehen. Man konnte sich also vor DDR-Themen drücken. Habe ich auch gemacht. Meine Liebe zur Karibik war ja erwacht durch diese mehrfachen Kuba-Reisen. Ich war in der Realisierung des Films mal ein ganzes Vierteljahr auf Kuba, eingeladen von der kubanischen Filmgesellschaft, lernte eine ganze Reihe anderer Lateinamerikaner kennen. Kuba war das Zentrum der lateinamerikanischen Linken. Die gingen zum Teil nach Mexiko damals, aber die wirklich links waren, die gingen dann nach Kuba. Die konnten man da treffen und die erzählten einem Stories und das habe ich lange Zeit beschrieben. Und da war ich ja immer auf der richtigen Seite, nämlich auf der linken Seite. Habe allerdings damals schon immer versucht zu differenzieren. Es gab ja da immer, unter der Linken immer gibt es Widersprüche, verschiedene Gruppierungen. Und es hat mir große Freude gemacht, diese ambivalenten Charaktere auch zu zeigen und die multikausale politische Landschaft. Und das war für mich, und da war ich eigentlich ein bisschen geschützt vor der DDR-Zensur, denn die Zensuren waren da nicht kompetent. Dies musste zwar, bevor es in Druck ging, über den Tisch des Landesschreibtischmanns ging. Also wenn es in Guatemala spielte, hatten wir einen Schreibtischmann im Zentralkomitee für Guatemala, tatsächlich. Und der konnte dann noch Einwände vorbringen und die konnte ich auch dann auch zum Teil entkräften aufgrund meiner eigenen Notizen und Originalberichte, die ich da hatte. Und das war also dann relativ harmlos. Wirklich problematisch wurde es erst, als ich mal eine Kurzgeschichte schrieb, auch auf Einladung von Stefan Heim. Kam er an und sagte, ich bringe da, willst du nicht mal was ohne die Zensur hier schreiben, hat er zu mir gesagt, ich habe da in München einen Verlag, einen ganz kleinen Verlag der Autoren hieß der,
Da hängt zwar kommerziell an Bertelsmann dran, ist aber völlig unabhängig. Und da kann ich also in kleinen Auflagen was rausbringen. Da gab, er hatte schon Auskunft 1 rausgebracht, Sammlungen von Kurzgeschichten von DDR-Autoren. Jetzt wollte er Auskunft 2 und er munterte mich, da nun ihm was zu schreiben. Nun war ich also, Kurzgeschichten hatte ich bis dahin noch nicht probiert. Da sagte er, das kannst du. Du musst es nur möglichst trocken machen. Also das heißt, wenn du einen verrückten Einfall hast, dann musst du ihn aber ganz realistisch zu Papier bringen, damit es glaubhaft und lesbar ist. Aber, sagt er, das war 1977, das war also die Phase der den 68er erotische Befreiung im Westen. Es muss was mit Erotik sein, sagt er zu mir. Er selber hatte auch so eine Story geschrieben, das hieß das Wachsmuth-Syndrom. Und ich habe eine Story geschrieben, die habe ich dann genannt, Hamo 88. Meine Erfindung dabei war ein Partnersuchgerät, das auf elektronischer Basis mit Ultraschall nur auf kurze Distanz das eigene Angebot abgestrahlt hat, und zwar mit etwa 30 Kennziffern. Die inneren Werte, darauf lag das Schwergewicht, auf den inneren Werten. Und es war viel mehr in einer Selbstdarstellung, als in der Zeitung möglich ist oder auch in einer Partnersuchagentur normalerweise möglich ist. Und man konnte mit diesem Gerät auf Suche gehen, und wenn einem ein vom anderen Geschlecht jemand entgegenkam, der auch so ein Gerät hatte, dann hat das Gerät nur angesprochen, wenn 50% Übereinstimmung der inneren Werte, Wünsche und Vorlieben und so weiter da war. Und dann konnte man auf den Betreffenden zugehen und konnte sehen, ob der einem auch optisch gefiel, und konnte dann immer noch aufgrund des optischen Eindrucks verzichten. Denn das ist ja auch wichtig. Ja? So, und das war die interne Kritik lag darin, dass man das Gerät nicht selber programmieren konnte, sondern man ging als DDR-Bürger in unserem fürsorglichen Staat in eine medizinische Einrichtung, hat dort einen Fragebogen ausgefüllt, einen Testbogen, dann folgte ein Gespräch mit einem Psychologen, und der hat dann diese 30 inneren Werte, die man abstrahlte, und die Wünsche, die man hatte, die Partnerwünsche, hat er dann für einen programmiert. Man konnte also nicht selber an dem Gerät drehen. Das trug man so dann. Und nun musste es natürlich noch einen, bevor das in die Serienproduktion ging, musste das Gerät natürlich noch in einen Massentest gehen. Das ist immer so bei solchen Erfindungen. Und da haben die Psychologen gesagt, es ist immer alles ganz schön und gut und wir machen das hier unsere Arbeit ordentlich, aber wir kriegen die politische Haltung der Leute nicht richtig raus. Und deshalb in meiner Erzählung wurde der Massentest abgehalten bei den Schutz- und Sicherheitsorganen, wo aufgrund von Herkunft, Auswahl und Schulung gar kein Zweifel an der politischen Gesinnung bestand. Und das war natürlich ein massiver Angriff auf unsere Sicherheitsorgane. Die haben das jedenfalls so empfunden. Und immer wenn ich das vorlesen konnte, ich kriegte es zwar hier nicht gedruckt, aber ich konnte es ja doch vortragen. Ich habe es in Ahrenshoop vorgelesen, in Rostock, und ich habe es in Magdeburg vorgelesen. Und überall kriegte das MFS einen Bericht davon, der meistens etwas säuerlich war. Und sie haben das dann also eigentlich übel vermerkt. Ich hatte in Magdeburg den Decknamen Wühler, während ich in Ahrenshoop Sand genannt wurde. Das ist ja neutraler und die waren hier auch überhaupt ein bisschen objektiver. Und also das war, diese Geschichte kriegte dann dadurch eine Zuspitzung, dass der Münchner Verlag, es ist vor dem Abdruck in dem Band Auskunft 2 verkauft hat, an die Zeitschrift Playboy Deutschland. Und der Deutsche Flavor setzte ja auch in München, und er hatte einen Chefredakteur damals, der irgendwie mit dem MFS mal zu tun hatte,
aber sich schlecht behandelt fühlte vom MSF. Manchmal haben ja die Sicherheitsleute Agenten, die sie angeworben haben, nachträglich in die Pfanne gehauen und haben sie hochgehen lassen, besonders wenn sie also im Westen waren. Das war offenbar hier passiert. Und er hat mit Freuden zugegriffen, diese Geschichte, hat sie aber nicht Habo 88 genannt. Ich hatte es Habo 88 genannt, geschrieben 77. Und der hat den Titel geändert von sich aus. Nichts an dem Text, der blieb original. Aber der Titel wurde geändert in die Partei, die regelt den Verkehr. Und das war natürlich ein Affront, nicht nur gegenüber dem MFS, sondern der Partei überhaupt. Und da kriegte ich großen Ärger. Ich wurde also nach Magdeburg zitiert, zu der Bezirksleitung der SED. Und ich bin nicht hingefahren, weil ich ja kein Genosse war. Ich war ja kein Parteimitglied. Und ich habe dann dem Leiter der Abteilung Volksbildung, Wissenschaften und Kultur, das war so gebündelt, ähnlich wie bei unserem Bildungsministerium heute, so diese Bündelung, dem habe ich geschrieben, also wenn wir beide das Gleiche geleistet haben für die DDR, nämlich jeder hat sein Bestes gegeben, dann lassen Sie uns doch auf Augenhöhe miteinander reden, nicht, dass der eine den anderen hinzitiert. Und da war der Dr. Wenig, der übrigens gar kein übler Bonze war, keineswegs. Das war ein relativ, kam aus der Volksbildung, ein relativ normaler Parteifunktionär, der seine Arbeit ordentlich machte, aber hier hatte er den Auftrag, eben einzugreifen. Da hat er das hingeschmissen und hat diesen Fall meinem Schriftstellerverband übergeben. Und da musste ich ja hinkommen. Mein Bezirksverband lud mich also ein. Ich wohnte in Arnshoop, aber ich war noch in Magdeburg Verbandsmitglied. Und da haben sie mich hinbestellt. Und da dachte ich also, was machst du jetzt? Wie wehrst du dich da? Ich wusste, ich hatte alle gegen mich. Und da habe ich also meine Frau mitgebracht, die Ingrid, zum Stenografieren. Denn ein Tonbandgerät durfte man nicht mitlaufen lassen, das wusste ich von früheren Zusammenstößen, aber man durfte sich Notizen machen. Und die Ingrid sagte noch zu mir, sie werden mich ja gar nicht reinlassen. Und da habe ich gesagt, das ist doch ganz einfach, sind als Erste da. Einen rausschmeißen ist schon viel schwerer als einen nicht reinlassen. Und genauso war es auch. Sie wurde dann gefragt, also sie möchte doch bitte jetzt nun gehen hier. Es wäre doch eine Vorstandssitzung und da habe ich gesagt, es ist eine erweiterte Vorstandssitzung. Ihr habt sie erweitert um die Kollegen hier von der Parteileitung und vom Rat des Bezirks. Ich erweitere sie um meine Begleiterin hier, weil ich nicht in der Lage bin, mir Notizen zu machen und mich gleichzeitig gegen eure Angriffe zu wehren. Naja, jedenfalls, sie blieb drin, hat das alles schön stenografiert, weil sie ja wunderbar Steno kann. Und da war dem Angriffsschwung der anderen Seite schon etwas der Elan genommen, weil sie wussten, das wird nun alles festgehalten. Und ich hatte einen kleinen Ordner bei mir, wo ich die Papiere zu dem Vorgang dabei hatte, um das alles zu belegen. Und nachdem sie mich gehörig beschimpft hatten, habe ich meinen Trumpf ausgespielt. Der bestand in der Bescheinigung, dass ich die 2000 Westmark, die der Playboy gezahlt hat, der hat also noch mehr gezahlt, aber der Verlag hat ja auch was abbekommen, der Münchner Verlag, aber ich kriegte 2000 Westmark und die hatte ich eingetauscht gegen 2000 Ostmark. Und ich sage, also ihr könnt mich ja beschimpfen für die Geschichte, dann müsst ihr mir aber das Geld zurückgeben oder ihr behaltet das Geld und dann hört mal auf, mich zu beschimpfen. Und damit war die Luft raus und die Angelegenheit war erledigt. Das war so mein härtester Zusammenstoß, den ich hatte mit der Zensur. Ja, man merkte auf einmal, man kriegte mehr Sachen durch. Ich kriegte zum Beispiel auch meinen Roman Unabwendbar. Das war ein Polizeiroman, hier der direkt, den ich mit Anregung meiner Ingrid auch geschrieben hatte. Kleinkriminalität auf dem Fischland, Einbrüche in Zweitwohnungen, das hat es damals gegeben und darüber hatte ich geschrieben
Und da war Folgendes passiert: der leitende Kommissar aus Rostock hatte sich verliebt in eine Mittäterin. Und das durfte nicht sein. Also da hat die Polizei Rostock Protest erhoben und hat gesagt, das gibt's nicht, solche Polizisten haben wir nicht. Die verlieben sich nicht in eine Mittäterin. Der hat das ja gar nicht gewusst anfangs. Und da wurde das Buch also jahrelang aufgehalten und auf einmal wurde es aber doch gedruckt. Da merkte ich, es ging etwas, ja. Und auch in meinem Amerika-Roman waren ja kritische Bemerkungen über das weltpolitische Verhalten von Großmächten, also auch Sowjetunion und dass es da Konflikte mit China gegeben hatte. Das war ja alles tabu. Auf einmal wurde das gedruckt. Und das kam nun, ja. Und da freute ich mich natürlich und habe mich hingesetzt und habe meinen Wenderoman geschrieben, den Wenderoman Nebel. Und später noch gefolgt von Das Quartett. Das waren alles, war ist eine Trilogie, die hier nun spielt und die, wo die Zensur nachher überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ich sprach eine andere Form der Bedrückung über uns herein, nämlich die ungeheure Konkurrenz der Westverlage, die ja ihre Autoren nun hier verkauften und massenhaft. Zum Beispiel hatte der berühmte Autor Konsalik, der hatte gerade 70. Geburtstag. Da waren auf einmal die Buchläden voll von dessen Büchern. Und also Konsalik war ein Autor, der also wirklich drittrangige Literatur verzeih, aber massenhaft. Aber sehr massenwirksam auch. Und die haben uns also glatt an den Rand gedrückt. Und abgesehen davon, es war ja nicht bloß böser Wille, es war eben einfach auch eine Verzehn- oder Verzwölffachung des Titelangebots auf einmal da. Es gab so viel konkurrierende Titel. Und bei den DDR-Bürgern war ja nun auch das Bedürfnis, erstmal die Westautoren zu lesen. Das konnte man ja auch verstehen. Die waren ja also viele Jahre lang ihnen vorenthalten worden. Die wollten sie zunächst einmal lesen. Und darunter hatten wir natürlich zu leiden und das hielt die ganzen 90er Jahre über an. Der Mitteldeutsche Verlag hat es geschafft, aber mit einer Verkleinerung seines Apparats um 9/10. Ja, und natürlich das neue Berlin hat es auch geschafft, aber überall war zu merken, dass sie eben keinerlei Werbung mehr machen konnten. Sie hatten kaum noch Mittel. Sie haben Leute entlassen, zum Teil also wirklich 90% ihres Personalbestands abgebaut. Und das war natürlich, das haben wir deutlich gespürt. Das ist ein Ausdruck aus dem Amerikanischen, das heißt Hostile Takeover. Das bedeutet, dass man einen Konkurrenten aufkauft. Das ist im Grunde passiert. Es haben auch Ostverlage mit Westgeld weitergearbeitet, nicht? Und da war natürlich die westdeutsche Mentalität und dass der Kapitalismus eben siegreich war, das drückte sich da vollkommen aus und alle anderen, die daran gezweifelt haben, die waren eigentlich out, die waren also jetzt an den Rand gedrängt. Ja, da hatte mich mein Sohn Paul dazu angestiftet, mich dafür zu interessieren. Ich hatte mich schon dafür interessiert, aber ich hätte nicht geglaubt, dass man das als Roman verarbeiten könnte. Aber da haben wir überhaupt keinen Verlag gefunden. Anfangs, das war ganz schwer. Er hat dann auf eigene Kosten in drei Raten haben wir erstmal ein paar hundert Stück drucken lassen und sie an Testbuchhandlung oder noch mehr an Verlage geschickt, ob sie sich damit anfreunden könnten. Und es kamen eigentlich immer negative Antworten. Ja, es war eigentlich nichts zu machen. Es war Interesse da. Es hat zum Beispiel, der Stern hat reagiert, der hat einen Mann geschickt, sogar Fotografen, sollte eine Geschichte im Stern werden. Aber irgendwer aus der Chefredaktion hat das dann verhindert. Das wurde nichts daraus. Ja.
es wurde die Deutung, die wir dem 11. September gegeben haben, die wurde unter Verschwörungstheorie abgedrängt. Ja, also man ist also unglaubwürdig. Und wir fanden gerade die in der offiziellen Darstellung ein paar Stellen, die unglaubwürdig waren. Ja. Und dann aber kam doch eine Rezension, ich glaube in der Jungen Welt oder wo. Und die war positiv. Und da hat dann mein alter Verlag, das Neue Berlin, der hat dann gesagt, wir riskieren das. Und hat dann eine Auflage von, ich glaube, 3000 Stück gedruckt. Das war nicht das, was wir früher, haben wir mit 10.000 angefangen, aber immerhin. Und das ist auch gleich flott verkauft worden. Er hat dann noch eine zweite Auflage davon gebracht. Also da haben wir mal einen kleinen Erfolg wenigstens gehabt. Ja, das war beim 11. September der Fall. Die Legende haben wir das Buch genannt. Es sind jetzt viel höher. Denn es ist so, das hat auch der Christoph Hein mal gesagt, ein Zensor, den kann man immer noch überzeugen. Das ist mir auch ein paar Mal gelungen. Ich habe manchmal mit den Leuten diskutiert und habe da meine Meinung dargelegt. Und dann haben die gesagt, naja, lassen wir es doch mal durch. Also ein Zensor ändert leichter seine Meinung als der Markt. Das ist von Christoph Hein, dieses Wort. Ja? Der Markt hat eiserne Regeln, nämlich Money, Money, Money. Ja? Der Verkauf. Und wenn es mit dem Verkauf nicht so klappt, dann lassen wir die Finger davon. Wir wollen Geld machen. Es gab natürlich auch mutige Verleger, die hat es immer gegeben, zu allen Zeiten, die was riskiert haben, die auch mal ein Thema, was nicht dem Mainstream folgte. Ich habe ja mal geschrieben, der Mainstream war breiter als die Parteilinie. Aber alles hat seine Grenzen. Und der Mainstream wurde also dann nach links öfter gestreift von solchen Titeln. Das geht aber immer schön in Richtung Unterhaltsamkeit. Es muss jeder, der einen politischen Artikel schreibt, muss anschaulich schreiben. Das muss möglichst mit einer Begegnung beginnen. Der Gegenüber wird geschildert, was der für eine Krawatte trug und so weiter. Das ist schon mal ganz, oder was er für ein Gesicht machte. Das ist hilfreich für den Leser, dass er sich das vorstellen kann. Was dabei ganz zu kurz kommt, das ist die Idee der Klassengegensätze. Das finde ich überhaupt nicht mehr. Ja, dass es da große Unterschiede gibt zwischen Arm und Reich, das ist ja seit 200 Jahren bekannt. Da hat ja auch Brecht schöne Zeilen zugeschrieben. Aber dass zum Beispiel ein Facharbeiter, wenn er wirklich gut entlohnt wird, pro Tag 100 Euro hat und ein Pensionär von Volkswagen bekommt dann pro Tag 3.500 Euro, macht gar nichts mehr, das ist die Pension. Und eine reiche Erbin aus der Quandt-Dynastie, das sind die Leute, die BMW finanziert haben, die kriegt pro Tag nach Steuern 1 Million. So, das habe ich neulich mal versucht, als Leserbrief in die Zeitung zu bringen. Es ist nicht abgedruckt worden. Also offenbar ist da auch eine Art Zensur. Das nennt bloß keiner mehr so. Das ist politisch inkorrekt, so etwas zu sagen. Das sind aber Fakten. That will do. Lesen kann ich ja seit 83 Jahren. Und meine erste Lektüre waren ja Bilderbücher, wie bei allen Kindern. Dann die Schulfibel. Da lag ein großer Kahn in der Elbe. Ich bin ja in Magdeburg zur Schule gegangen. Lag quer vor den Brückenpfeilern. Das hat sich mir tief eingeprägt. Das hatte nur mit Literatur noch gar nichts zu tun. Und dann waren die frühesten Eindrücke waren eigentlich die Nibelungensagen, die meine Eltern sehr schätzten, also mein Vater vor allen Dingen, der fuhr ja auch immer dann hin zu alten Burgen mit mir, in Regenstein, in den Harz, um das zu vertiefen. Und dann der Heidedichter Hermann Löns, der hat ja dann, das Werk war grün gebunden, so ein Dutzend Wände,
Und das wurde unterfüttert durch Reisen in die Lüneburger Heide. Da habe ich das dann gesehen. Und da waren ja auch historische Bücher bei, Der Werwolf von Hermann Löns. Das ist ein Roman aus dem 30-jährigen Krieg, wie sich die Heidebauern gewehrt haben gegen die herumziehenden Landsknechte. Und all das hat mich damals schon sehr gefesselt und sehr bewegt. Und dann kam als nächstes kam dann also Goethe und Schiller haben wir im Bücherschrank stehen gehabt, aber wenig davon gelesen. Wir haben es auch in der Schule durchgenommen. Das waren so die Klassiker. Was mich als Jugendlicher gefesselt hat, und das ging vielen Klassenkameraden so, das war ein Engländer, nämlich Stevenson mit seiner Schatzinsel. So ein ungeheuer populäres Buch. Auch heute noch wird es gern gelesen. Neben Karl May und es war so. Aber auch die Kriminalromane, die aus England kamen, mit Edgar Wallace und diese Lektüre. Dann, als ich aus dem Krieg zurückkam und ich mich nun für Zeitgeschichte und überhaupt die Zusammenhänge in der Welt interessierte, da war es einmal die marxistische Literatur, die es zu kaufen gab. Ich habe es bei Karl Marx aber nur durch den Band 1 vom Kapital geschafft. Das war eine schwierige Sprache für mich. Es gab auch leichter verständliche Marxisten, zum Beispiel den Russen Plechanow, der es auf populäre Art dargestellt hat. Das hat mich sehr beeindruckt, damals schon. Und dann bekam ich geschenkt von Arthur Schopenhauer das Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung in einer Reklamausgabe. Und da habe ich mich reingelesen. Ich habe dann gemerkt, durch Vergleich mit anderen Philosophen, dass der Arthur Schopenhauer der lesbarste deutsche Philosoph in meinen Augen jedenfalls ist, was ich zurückgeführt habe auf seine Mutter, die Johanna Schopenhauer, das war eine Romanautorin. Da hat er offenbar die Gabe des Erzählens, also des ist nicht akademischen Deutsches, also des flüssigen Erzählens, scheint er von ihr geerbt zu haben. Und natürlich die Gedankentiefe hat mich sehr beeindruckt. Das hat mich zusammen mit dem Marxismus, hat mich das sehr beschäftigt. Dann gab es noch einen Engländer, George Bernard Shaw. Der wurde gern gespielt, damals schon von unseren Theatern. Der hat ja eine Menge Komödien geschrieben. Es war eigentlich ein Bühnenautor. Aber er hatte auch ein sozialkritisches Werk geschrieben. Das hatte einen etwas langatmigen, aber doch ganz netten Titel. Wegweiser für die intelligente Frau zum Kapitalismus und Sozialismus hieß das Buch. Und das hatte mir ein befreundeter ein Freund meines Vaters gegeben, der ein alter Sozialdemokrat war, das er natürlich nicht in der Nazizeit nicht ausleben konnte, aber er hat immer schon Kritik geäußert an meine Eltern, die ja eigentlich deutsch-national eingestellt waren von Hause aus, da er natürlich auch die Nibelungen schätzten und diesen Sagenkreis, hatten aber doch Freunde, die von links kamen. Und einer davon war das, und er empfahl mir diesen dicken Wälzer. Und das fand ich doch sehr bemerkenswert, dieses Buch. Das war für, auch vom Titel her schon raffiniert, Wegweiser für die intelligente Frau. Das sollte also heißen, es ist leicht verständlich geschrieben. Das war es auch. Es war im Plauderton erzählt. Es wurden zum ersten Mal die Klassenverhältnisse überhaupt untersucht. Ja, eine weitere wichtige Quelle in der Zeit des Heranwachsens war für mich, wo ich mich natürlich auch begann für Erotik zu interessieren, war der berühmte Van der Velde mit seinem Buch Die vollkommene Ehe. Das ist auch gleichzeitig ein Hinweis darauf, dass man sich damals Sexualität nur in der Ehe vorstellen durfte. Außerhalb der Ehe war das Tabu. Aber der Van der Velde war ja ein holländischer Arzt, der gut schreiben konnte. Und das ganze Feld der Erotik, so auf 300 Seiten und vielen Bildtafeln,
aus denen man die Lage der Organe entnehmen konnte, so anschaulich dargestellt hat, dass ich das verschlungen habe, als ich so 14, 15 war, und um diese Zeit in meiner Klasse mir den Ruf erwarb, ein Experte zu sein auf erotischem Gebiet, obwohl ich überhaupt keine Praxis hatte. Also das, mein erstes wirkliches erotisches Erlebnis, da war ich 20. Aber vorher schon galt ich als Fachmann und wusste genau Bescheid, beispielsweise über das Liebesspiel, wie das abzuhalten ist, dass es nicht ohne ein anständiges Vorspiel geht, dass die Männer nicht so hastig sein sollen. Der Van der Velde hat ja sogar die Erregungskurven dargestellt, wobei die weibliche ganz langsam nur anstieg, während die männliche treppenartig sich erhob. Und das hieß also, Vorsicht Leute, seid nicht zu stürmisch, geht das langsam an. Und da habe ich mir einen gewissen Ruf, ich war ja, sonst hatte ich mein Ruf begründete sich so in Richtung Klassenclown. Ich war sehr vorlaut und hatte da immer viele Lacher auf meiner Seite. Hab die Lehrer oft geärgert, zu Unrecht. Also das waren ja auch oft recht gute Lehrer, die wir hatten. Aber nun ergänzte sich das dadurch, dass ich Experte auf erotischem Gebiet war. Rein theoretisch. Ja, das waren so meine frühen Erlebnisse. Als ich dann zurückkam aus dem Krieg, da hatten wir ja nichts mehr. Das ganze Hausstand war ja niedergebrannt. Aber es gab noch Freunde meiner Eltern. Einer davon war ein Zahnarzt. Und der gab mir von Felix Dahn dieses zweibändige Werk Kampf um Rom. Das war eine historische, sehr gute Darstellung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und da habe ich mal wieder gesehen, dieses Interesse an Kriegsgeschichte oder auch im weiteren Sinne Zeitgeschichte und gesellschaftlichen Zusammenstößen, Umbrüchen, das wurde dadurch gespeist. Also Literaten von den Deutschen, da war also Stefan Heym mit seinem Kriegsroman Kreuzfahrer von heute, kam eigentlich an erster Stelle. Das war auch das Buch, mit dem ich anfing, da in Tagernhütte, wo ich da in diesem Betrieb tätig war. Ich wurde ja Betriebsbibliothekar und da drückten die mir 100 Mark in die Hand und ich sollte eine Bibliothek aufbauen. Das ging damals noch mit 100 Mark, da konnte man ein Dutzend Bücher kaufen. Und da habe ich für die Männer als erstes Kreuzfahrer von heute gekauft. Das Crusaders ist der Originaltitel. Im Westen erschien es unter dem Titel Bitterer Lorbeer, aber der ostdeutsche Titel war eben Kreuzfahrer von heute. Das hat mich ungeheuer beeindruckt und natürlich neugierig gemacht auf diesen Mann, den ich später dann zu meinem größten Glück kennenlernen konnte und der dann hier bei mir in Ahrenshoop auch Urlaub machte und wir haben uns dann angefreundet und ich habe mich dann auch in den innenpolitischen, literarischen Kämpfen auf seine Seite geschlagen. Das war für mich ganz wichtig. Ein anderer Autor war der österreichische Autor F.C. Weißkopf, Franz Karl Weißkopf. Der hat eine Reihe Bücher geschrieben. All diese Bücher hatten den Vorteil, dass sie gut lesbar waren. Das heißt, sie waren anschaulich erzählt, nicht schwierig, aber auch nicht flach. Diese Kombination von tiefschürfendem Denken, aber einer leicht eingängigen Erzählweise, das hat mich immer fasziniert. Das habe ich dann versucht, für meine eigenen Arbeiten zu übernehmen. Ja, Hemingway natürlich, das war klar, dass Wem die Stunde schlägt von Hemingway, dieser Spanien-Roman oder auch, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, das Endbuch von ihm. Ja, fällt es auch gerade nicht ein. Na gut, also das Endbuch, wo der alte Mann und das Meer. Der alte Mann und das Meer, ja. Das hat mir auch ein Sowjetautor bei einer Russlandreise mal empfohlen und er sagte kurioserweise, kennt ihr nicht den amerikanischen Autor Hemingway? Und ihr müsst unbedingt lesen, Der alte Mann und das Fisch, sagte er.
Es geht ja dabei um die Fischerei. Das ist ein Mann, der verzweifelt kämpft um seinen Fang, der ihm von Haien entrissen wird. Und Hemingway hat also seine Lösung: Ein Mann kämpft bis zuletzt, nicht wahr? Ein Mann kann vernichtet werden, aber nicht besiegt. Man darf niemals aufgeben. Das war ja Hemingways Lösung. Ja, ein anderer englischer Autor war Graham Greene, der mich sehr beeindruckt hat durch seine flotte und auch ein bisschen ironische Erzählweise. Es waren also eine ganze Reihe Engländer und ich habe mich und Amerikaner. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Ja, weil die irgendwie flüssiger erzählten als manche Deutschen. A-Literaten oder Hochliteraten. Deutsche Hochliteraten neigen oft zu schwierigen Satzkonstruktionen und drücken hohe Gedanken kompliziert aus. Ja, ein Beispiel davon ist vielleicht ja auch Thomas Mann. Thomas Mann, da habe ich gerade die Woodenbrooks geschafft. Die späteren Bücher, die von der Kritik ganz hochgestellt werden, waren mir zu schwierig zu lesen. Ich habe Heinrich Mann bevorzugt, der Untertan und solche Sachen, die waren für mich leichter lesbar. Das liegt vielleicht an dem deutschen Hang zur Tiefgründigkeit. Ja, das ist eine deutsche Eigenart, die Vor- und Nachteile hat. Und zumal in der Wissenschaft führt es ja oft zu fast unverständlichen Doktorarbeiten und akademischen Ausdrucksweisen, die vielleicht Erkenntnis Wert bringen, aber nicht nur. Und deshalb ist es ja auch so leicht, im deutschen Doktortitel durch Plagiate zu erwerben, weil man einfach komplizierte Gedankengänge von anderen zusammentragen kann, mischt das dann durch, bringt es in einen komplizierten Sprachstil und dann geht das durch, weil es also irgendwie intellektuell wirkt, ja. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen zu sarkastisch im Moment. Die fremden Welten, die sich mir erschlossen haben, es fehlt ja vieles in Ostasien von ihm. Ja? Also in China oder auch in den Inseln, die jetzt umstritten sind, die indonesischen Inseln, Philippinen und so weiter. Und da habe ich die Genauigkeit der Charakterdarstellung unter den gegebenen Umständen, ja, wie sie reagiert haben auf ihre Umwelt, dieses Wechselspiel zwischen Charakter und vorgefundener Umwelt, in der sie sich behaupten mussten, das hat mich fasziniert, ja. Ja, sie haben sich mehr mit mir mit beschäftigt. Heute wird das irgendwie zugedeckt durch den Sieg des Kapitalismus 1990. Da gilt das nun also als endgültige Form der weiteren Entwicklung. Es wird übersehen dabei, dass die großen Widersprüche, die großen Klassengegensätze, die ja fortbestehen. Und das wird ein bisschen an den Rand gedrängt. Es gilt auch als wenig unterhaltsam, nicht? Die Unterhaltsamkeit hängt ja eng zusammen mit der Verkäuflichkeit. Ja? Und da ja alles daran gemessen wird, wie es sich verkauft, da tritt in dem Punkt eine gewisse Verflachung ein. Ja, das zunächst einmal ging es ja nur darum, Unterhaltsames zu machen. Das ist ja, ich sagte das neulich schon, in der Kriegsgefangenschaft meine Gefährten zu unterhalten mit einem Krimi. Und dann aber wollte ich auch Erkenntnisse vermitteln, die ich mir gerade selber erobert hatte. Ja, die wollte ich dann verbreiten. Das ging aber nur mit einer Handlung, mit einer interessanten, eingängigen Handlung. Da habe ich dann versucht, nach und nach immer ein bisschen weiterzukommen im Rahmen meiner eigenen Interessen. Ich habe das, was mich bewegt und interessiert hat, das habe ich auch versucht auszudrücken, macht aber, glaube ich, jeder Autor so. Das ist nichts Besonderes.